hier. Fan-Info-Box des 1. FC Nürnbergs. Großartig, jetzt gehen wir einfach mal, schauen wir mal einfach hier rein. Da wird hier fleißig rumge... Grüß Gott, hallo. Wir kommen von der Initiative vom Max-Morlock-Stadion. Jetzt wollten wir einfach mal hallo. Ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, dass wir hier so Max-Morlock-Stadion und so machen. Jetzt wollen wir einfach mal fragen, warum ist das so wichtig für Nürnberg, dass das Stadion irgendwann Max-Morlock-Stadion heißt? Also... Nee, da bin ich raus. Da ist er raus. Das ist natürlich klar, wenn man die Halbangestellten des 1. FC Nürnbergs, das ist immer kritisch, aber ich versuche trotzdem irgendwie... Ob wir da überhaupt antworten dürfen? Max-Morlock-Stadion. Geht ja das Theater langsam am Keks oder wollen wir das noch irgendwie zu Ende bringen, das ganze Theater? Ja, wir bringen das jetzt zu Ende. Der Club muss zu Ende bringen. In der heutigen Zeit mit dem ganzen Kommerz-Scheiß, da wird es Zeit, dass wir nochmal wieder einen Vorreiter machen und da Max-Morlock-Stadion machen. Also machen wir es. Ja? Zeitungs-Andi, warum Max-Morlock-Stadion jetzt? Weil sonst die Rebellion der Klonkrieger gescheitert ist. Läuft der jetzt in der neue in 3D, der Star Wars? Ja? Anscheinend. Ja. Ja, weil Max Morlock halt war schon, gehört halt einfach zu Nürnberg und es muss einfach Max Morlock heißen. Supporters Club Nürnberg, jetzt schauen wir mal da einfach mal rein zum Viertel, auch eine Legende der Nürnberger Fankultur, hauptamtlicher Fanbeauftragter des 1. FC Nürnbergs und selbsternannter Präsident des Supporters Club Nürnberg. Wir gehen jetzt da einfach rein, er telefoniert gerade, wir lassen uns aber nicht davon abhalten. Ja, okay. So, jetzt sind wir hier. Er telefoniert gerade. Er versucht das jetzt auch zu überspielen. Unterhalten wir uns nächsten Samstag? Okay, Storch. Danke, ciao. Herr Maul, grüß Gott. Wir kommen hier von der Initiative des Max-Morlock-Stadions und ich wollte jetzt einfach mal von Ihnen hören, Sie als Repräsentant einer ganzen Bewegung. Ja, warum brauchen wir das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg? Aus Tradition muss ich es befürworten, da ich aber ein Verein bin, muss ich sagen, wir brauchen leider auch das Geld vor der Werbung. Ich würde es ganz einfach begrüßen, wenn jemand mal sagt, Max-Morlock-Stadion gesponsert bei Easy Credit oder Teambank. Das wäre eigentlich einmal der neue Weg und vielleicht findet es Nachahmer oder denke ich, wäre eine gute Sache. In erster Linie eine wichtige Geschichte meiner Meinung nach, um da mal ein Gegenpol zu bilden zu dieser ganzen Vermarktungs-Stadionnamen-Geschichte. Des Weiteren Stadion nach einem berühmten Spieler, wenn nicht der berühmteste Spieler in Nürnberg, ist halt wenig austauschbar dann. Ne? Also wenn es mal so weit kommen sollte, dass es dann Max-Morlock-Stadion heißt, ist meiner Meinung nach die Geschichte gegessen, weil wer kämpft schon gegen Max Morlock an? Max-Morlock-Stadion, warum? Weil da selbst mein kleiner Penis riesengroß wird. Ganz kurze Frage. Wir sind ja tolerante Menschen hier in der Nordkurve, deswegen lauft ihr hier jetzt auch rum als Gladbacher und kriegt nicht gleich wieder in 80er, 90er aufs Maul. Aber euch ist ja bewusst, dass wir hier in Nürnberg das Max-Morlock-Stadion haben und nicht das Easy-Credit-Stadion. Ist euch das bewusst? Nein. Ist euch nicht bewusst? Nein. Wie heißt euer Stadion? Nordpark. Das ist doch auch, hieß es nicht mal Bögelberg? Das früher, das alte. Ja, aber war das nicht schöner, was Bögelberg hieß? Ist euch egal? Ist egal. Wir haben heute auch Rockstars hier im Frankenstadion von den Dead City Rockets. Eine Frage an hier den Leadsänger Max-Morlock-Stadion. Warum? Ich bin für das Max-Morlock-Stadion, weil unsere Tradition einen echten Namen verdient. Ja, absolut hat er das gelernt. Absolut hat er das gelernt. Okay, passt. Hallo, ganz kurz. Kann ich kurz was fragen? Kommt ihr aus Gladbach, ja? Nein? Wo kommt ihr denn dann her? Aus der Oberpfalz. Ach komm, das kann nicht wahr sein. Das kommt aus der Oberpfalz und sagt einfach Weiden, das ist ja... Okay, ja. Und ihr esst jetzt hier Fischsemmeln? Aber die gibt es ja dann bei euch auch, ne? Ja, ja. Ja, wegen was ich hier bin, euer Stadion heißt ja, wie heißt's? Rustenpark. Rustenpark, ja. Und ihr wollt ja irgendwie den Namen verkaufen oder so, hab ich gehört, ne? Ich verkauf nix. Naja, aber nee. Wir holen uns kurz ein, wir wollen weiter. Ja, das ist mir, ihr habt immer keine Zeit, ja. Schaut, dass er abhaut, sonst hauen wir euch aufs Maul, ja.
Hau mal euch aufs Maul! Scheiß Borussen-Wichser. Eine Frage an euch beiden, Max-Morlock-Stadion, warum? Weil der Albrecht Dürer und der Adam Kraft die Fußballer waren. Jo. Und die Madame? Weil wir es verdient haben. Der Leiter vom Fanprojekt Nürnberg, eine ganz wichtige Frage. Heino, die Woche ist das neue Springsteen-Album rausgekommen. Ich hab's noch nicht gehört. Hast du noch nicht gehört, das Springsteen-Album? Ich weiß, dass Nummer 1 ist überall, aber ich hab's noch nicht gehört. Okay, okay. Und hast du schon mitgekriegt, dass da ein Song für Pro Max Mollock Stadion angedacht war? Hat's aber nicht auf die Platte geschafft? Das ist richtig bedauerlich. Das hätte mir richtig gefreut, ja. Und also da Springsteen uns ja da versucht hat zu unterstützen, aber es wurde halt vom DFB abgewiegelt. Was kannst du uns da sagen, halt Max Mollock Stadion, warum brauchen wir das in Nürnberg? Also ich denke, wir brauchen es aus dem Grund, weil das würde mir persönlich jetzt wieder den Glauben geben, dass in dieser durchkommerzialisierten Fußballwelt der normale Fan auch noch irgendwo eine Stimme hat. Aber nicht so eine Stimme wie Springsteen? Nicht so eine Stimme wie Springsteen, aber es ist bestimmt vom Erfolg her genauso groß. Schleichen wir uns mal hier ein interessierter Clubfan, der hier den neuen Infoflyer liest. Servus. Servus. Eine kurze Frage, ganz mit einer schnellen Antwort. Warum brauchen wir in Nürnberg das Max-Morlock-Stadion? Weil es ja die Tradition ist. Wir brauchen ein Stadion, das mit Nürnberg verbunden wird. Und Max Mollock wird mit der Stadt verbunden, mit dem Verein verbunden. Und Max Mollock ist natürlich auch verdienter Spieler. Wie Fritz Walter in Kaiserslautern brauchen wir Max Mollock in Nürnberg. Also in letzter Konsequenz gibt es keine Alternative dazu? Keine Alternative dazu. Lieber sei ein Euro mehr für die Eintrittskarten. Dafür haben wir dann Max Mollock, ganz klar. Zwei Mann, drei Bier. So, servus. Kann ich mit bitte einen Schluck Bier haben? Danke, danke. Ganz einfache Frage. Max-Mollock-Stadion, warum brauchen wir das in Nürnberg? Weil es keinen anderen Namen für das Nürnberger Stadion geben kann. Weil es die einzige Alternative ist. Ja, Thorsten. Vielen Dank. Kommt Jürgen Bergmann, offizieller Fanbeauftragter, mit seinem neuen Praktikanten. Mal schauen, wie lange er es durchhält. Jetzt fragen wir dir einfach mal. Herr Bergmann! Deutscher Meister wird nur der FCN. Nur der FCN. Herr Grau, grüß Gott. Ja, Herr grüß Gott. Jetzt lassen wir mal die Witze hier rum. Es waren ja jetzt letzte Woche die Oscars. Hast du ja bestimmt mitbekommen, also dass die Oscarverleihung war in... und da war ja das Thema auch ganz groß, Max-Mollock-Stadion. Also dadurch, dass es ja da viele... ich sag jetzt mal, Projekte gibt, um das irgendwie voranzutreiben. Das hat sie ja auch irgendwie zu den Oscars gebracht. Und jetzt suchen wir halt auch, weil vom FCN sagt da keiner was sie alle Angst haben, sie werden gefeuert oder so. Aber jetzt hat Oscars und Max-Mollock-Stadion, ja. Also warum brauchen wir die Oscars und warum brauchen wir das Max-Mollock-Stadion? Also ich habe jetzt nicht unbedingt Angst, gefeuert zu werden. Und ich glaube, wenn überhaupt, bräuchten wir eher das Max-Mollock-Stadion, bevor wir einen Oscar bräuchten. Mir ist es jetzt auch entgangen, dass ihr einen Oscar dafür gekriegt habt. Verdient habt ihr ihn aber auf alle Fälle. Und ja, wie es dann so sein wird, wird die Zukunft zeigen. In der
der heutigen Zeit sind ja manchmal seltsame, merkwürdige Gestalten auch unterwegs im Rahmen des Fußballs. Jetzt haben wir hier irgendwie so drei so weiße, angezogene Leute, die irgendwie so mit einem runden Ball irgendwelche Sachen machen, die eigentlich die Leute auf dem Feld machen sollten. Jetzt fragen wir dir einfach mal, was die so zu Max-Morlock-Stadion sagen, wissen, ob die das überhaupt kennen. Gucken wir mal hin. Ah, dein Kollege auch. Er so, hallo! Hallo. Servus! Ihr seid von Voltaren-Spray, ne? Ja. Ja, das ist irgendwie so eine Salbe, die man sich irgendwo wo drauf schmiert, wenn man irgendwelche Schmerzen im Knie hat, oder? Eine Salbe, ja, ne, es ist ja egal. Ne. Nee, wir kommen vom DFB, wir haben eine offizielle Umfrage. Und zwar, euch ist ja bestimmt durch die Medien irgendwie zugetragen worden, dass der Deutsche Fußballbund das Max-Morlock-Stadion umsetzen will. Ist euch das ein Begriff? Also Max-Morlock-Stadion? Ist mir kein Begriff, ne. Also das Stadion heißt, wo wir hier stehen, wie heißt es? Easy Credit. Falsch. Das heißt nicht Easy Credit. Also Max-Morlock, also als ich heute hier angekommen bin, da hat es schon bei mir irgendwo geklingelt und ich habe vermutet 54 irgendwo, hat man ja gehört, war glaube ich Weltmeister und habe ich auch gesehen, Wara, glaube ich tatsächlich, ne? Ja, ja, Wara. Wara, so. Also ich kann damit was anfangen. Was war jetzt die Frage nochmal? Die Frage war, warum wir in Nürnberg ein Max-Morlock-Stadion brauchen und kein Easy Credit-Stadion. Wie heißt das Stadion denn jetzt? Das ist die Frage, also heißt das jetzt Max-Morlock? Ja. Ist die Antwort? Ich habe ja... Easy Credit Stadion war ja meine Vermutung. Aber das ist der quasi der Name, der oben steht. Aber der Name, der es eigentlich ist, ist eigentlich schon Max-Morlock Stadion. Also bin ich dafür. Er hat auf jeden Fall mehr Profil. Zeig uns die Traditionstasse. Ja, beim Zeigen muss ich ja nichts sagen. Ne? Aber das ist ja nicht Max-Morlock, oder? Das ist nicht der Max-Morlock, nee, aber das habe ich ja nicht gesagt. Ach so, ja. Aber gut, aber es geht ja ums Max-Morlock Stadion. Warum brauchen wir in Nürnberg Max-Morlock Stadion? Ja, weil es keine Alternative gibt. Ja, also nee. Ich kann mal nichts eigentlich dazu sagen. Das ist, es gibt keine andere Alternative. Max-Morlock-Stadion muss sein und jeder, der was anderes behauptet, der ist kein Clubfan. Warum brauchen wir das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg? Erstens, weil die Max-Morlock-Statue im Max-Morlock-Statue. Noch einmal. Nein, doch, weil die Max-Morlock-Statue im Max-Morlock-Stadion stehen muss. Zweitens, damit der Polen-Dommi und der Maxe endlich wieder zu Heimspielen kommen können. Wir vermissen dich, Polen-Dommi und Maxe. Ich habe mir schon überlegt, warte mal kurz. Er hat sich den Spruch schon überlegt. Für mich muss es Max-Morlock-Stadion heißen, da das der einzige richtige und würdige Name für dieses Stadion ist. Nochmal bitte. Für mich muss es Max-Morlock-Stadion heißen, da das der einzige würdige und richtige Name für dieses Stadion ist. Ein bisschen lauter. Für mich muss es... Moment. Ach komm, jetzt versau's nicht. Ja, nochmal und... Für mich muss es Max-Morlock-Stadion heißen, da das der einzige richtige und würdige Name für dieses Stadion ist. Jetzt schrei halt nicht so.